Es kommen so viele Erinnerungen hoch. Ich war ganz, ganz oft mit Kindern, als sie klein waren. Die haben da hinten gebadet. Und ich habe da oben Heidelbeeren gesammelt. Und habe einfach ganz, ganz glückliche Tage erlebt. Es war so schön. Unser Nonnemat war ja schon einmalig. Schon was ganz, ganz Besonderes. Ich liebe den See. Ja, und jetzt heißt es einfach Abschied nehmen. Aber ich bin sicher, ich darf wunderschöne Landschaften kennenlernen. Und nächste Woche geht es los. Darf ich am Bodensee starten und mal gucken, was mich erwartet. Ich freue mich, so in den Frühling zu laufen und unterwegs sehen. Ich freue mich auf die Stimme der Natur. Welterdrussisch ist einfach zu laut, ist voller Angst und Hektik. Und ich möchte einfach Vertrauen haben, das Leben mich führt, das Leben weiß, wo ich hingehöre. So gehe ich jetzt auf Reisen und weiß nicht, wo es mich hinführt. Vielleicht geht es auch irgendwo hin, wie das Federn. Aber irgendwann kommt der Wind in eine andere Richtung und dann geht es wieder.